Herzlich willkommen in der Martin-Luther-Kirche in Kirchhain. Wir feiern Gottesdienst und ihr seid mit dabei. Zu Hause, vielleicht auf dem Schoß eurer Eltern. Vielleicht sind die Großeltern auch mit dabei. Das ist schön. Wir feiern diesen Gottesdienst in der Regel viermal im Jahr, aber heute das erste Mal digital. Zu Beginn des Gottesdienstes, wo es um eine Geschichte mit Jesus geht, der mit seinen Jüngern in ein Unwetter kommt, halten wir einen Moment inne, schließen die Augen, falten die Hände und sprechen zu Gott. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir dafür, dass wir dein Wort hören können. Sei und bleibe mit uns in diesem Gottesdienst. Amen. Das Boot mit Jesus und seinen Freunden ist weit hinausgefahren, auf den See Genezareth. Vom Wasser aus sind die Menschen am Ufer kaum noch zu erkennen. Den ganzen Tag über waren viele gekommen, um Jesus zu sehen und zu hören. Auch Kranke waren dabei. Sie hatten Jesus zugetraut, dass er sie gesund macht. Und sie wurden gesund. Jetzt ist Jesus müde. Er möchte eine Weile mit seinen Freunden alleine sein. Gerade als er sich zur Ruhe gelegt hat, da bricht plötzlich ein heftiges Unwetter los und der Himmel wird pechschwarz. Der Wind verwandelt sich in einen Sturm. Es gießt in Strömen. Blitze zucken durch die Dunkelheit. Die Stille wird zerrissen von krachenden Donnerschlägen. Jesus' Freunde haben Angst. Sie wissen, wie gefährlich es ist, bei Gewitter auf See zu sein. Ein Blitz könnte das Boot treffen. Sie frieren und sind nass bis auf die Haut. Immer wieder schlagen Wellen ins Boot. Bald wird es ganz vollgelaufen sein. Die Männer wissen, was das bedeutet. Jesus aber scheint von alledem gar nichts zu merken. Er schläft auf einem Kissen im hinteren Teil des Bootes. Wach auf, rufen seine Freunde und rütteln an seiner Schulter. Sie sind sehr aufgeregt und auch ein bisschen verärgert. Wie kannst du schlafen, während wir alle in großer Gefahr sind? Schreien sie in den Wind hinein. Doch die tosenden Wellen und der Sturm brüllen viel lauter als sie. Langsam richtet sich Jesus auf. Er reckt seine Arme in die Luft, als wollte er den wilden Wind vertreiben. Und dann spricht er: Schweig und verstumme. Mehr nicht. Da breitet sich plötzlich auf dem Wasser und in der Luft eine große Stille aus. Das Unwetter ist vorbei. Die ersten Sonnenstrahlen blinzeln zwischen den Wolken hervor. Verwundert schauen sich Jesus' Freunde um. Wie ist das denn möglich? Noch ist ihre Angst nicht verflogen. Was hier geschieht, kommt ihnen unheimlich vor. Jesus sitzt noch immer an seinem Platz hinten im Boot. Bei der Stille ringsum ist seine Stimme nun sehr gut zu verstehen. Was seid ihr so ängstlich? Habt ihr denn kein Vertrauen? Seine Freunde wissen nicht, was sie antworten sollen. Einige flüstern leise untereinander. Wie kann es sein, dass selbst Wind und Wasser ihm gehorchen? Andere gehen schweigend wieder an die Arbeit. Das andere Ufer ist nun sehr nah.
Gleich werden sie den Anker werfen. Ihre Angst ist verflogen. Von oben, von unten, von hinten, von vorn, ist Gott bei mir, ist Gott bei mir. Er sieht mich, er hört mich, er hält mich immer fest. Er ist ganz nah bei mir. Von oben, von unten, von hinten, von vorn, ist Gott bei mir, ist Gott bei mir. Er sieht mich, er hört mich, er lässt mich nie allein. Gott ist ganz nah bei mir. Von oben, von unten, von hinten und von vorn, ist Gott bei mir, ist Gott bei mir. Er sieht mich, er hört mich, er passt gut auf mich auf. Er ist ganz nah bei mir. Von oben, von unten, von hinten und von vorn, ist Gott bei mir. Ist Gott bei mir, er sieht mich, er hört mich, er nimmt mich bei der Hand, er ist ganz nah bei mir. Na, habt ihr auch gerade der spannenden Geschichte gelauscht? Wie plötzlich mitten auf hoher See ein Gewitter aufzieht, ein Sturm kommt und die Wellen auf das Boot schlagen? Plötzlich ist die Angst da. Die Freunde von Jesus haben Angst. Und Jesus liegt da und schläft. Ja, die Angst. Kennt ihr das auch, wenn ihr Angst habt? Manche haben Angst vor Spinnen, manche haben Angst vor Hunden. Manche haben Angst vor der Dunkelheit und können nachts gar nicht einschlafen. Manche haben Angst oder machen sich Sorgen. Sorgen, das ist wie wenn man Angst um jemanden, um etwas hat. Hat Angst, dass Mama oder Papa was passieren könnte. Angst, Oma oder Opa zu verlieren. Und die Angst, die fühlt sich für alle gleich an. Ob das ein kleines Kind mitten in Afrika ist oder ob das eine alte Frau mitten in China ist. Oder ob das du bist, mitten in Kirchhain. Und gerade im Moment ist die Angst überall. Dieser Coronavirus, wo alle Angst vorhaben. Ja, der trifft ja uns alle. Der trifft auch dich wahrscheinlich. Vielleicht musst du immer öfter eine Maske tragen, darfst nicht in den Kindergarten gehen oder in die Schule. Vielleicht kannst du deine Freunde nicht sehen und hast Oma oder Opa schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Vielleicht hast du Angst um Oma und Opa oder um andere Dinge. Aber was kann ich jetzt mit dieser Angst machen, damit sie nicht so groß bleibt, sondern kleiner wird? Was kann ich da tun? Wie war das in der Geschichte? Was haben sie da gesagt? Was hat Jesus gesagt? Habt ihr kein Vertrauen? Wie kann ich denn Vertrauen haben zu jemandem, den ich gar nicht kenne? Wie kann ich denn meine Angst an Gott abgeben oder an Jesus abgeben? Wie kann das funktionieren? Vielleicht könnten wir Pfarrer Kuhhaupt mal um Rat fragen. Hallo, Herr Kuhhaupt. Hallo, grüß dich. Wir haben uns eine Frage gestellt, als wir diese Geschichte gehört haben. Wie ist das mit der Angst? Wie kann ich denn diese Angst, die ich habe, an Gott oder Jesus abgeben? Ich kann dir eigentlich nur sagen, wie ich es versuche zu machen. Ich stelle mir Jesus vor wie einen großen, lieben Freund, einen kräftigen, einen starken Freund. Und wenn der mir seine Hand gibt, dann kann ich an dieser Hand gehen, egal wo es hingeht. Kannst du dir das vorstellen? Das heißt, ich kann mir vorstellen, er ist immer bei mir und hält mich an der Hand und führt mich und passt auf mich auf.
Er führt mich und passt auf mich auf, damit ich nicht, wenn es irgendwo glitschig ist, hinfalle oder irgendwie mir die Knie poliere beim Fahrradfahren. Also so stelle ich mir Jesus vor. Dann bin ich rundum geborgen. Rundum geborgen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist schön. Am Schluss des Gottesdienstes, wo wir jetzt angekommen sind, steht der Segen. Wir singen. Halt! Da fehlt doch noch was. Hm? Bestimmt ist den Kindern zu Hause aufgefallen, die schon mal hier in der Martin-Luther-Kirche waren, dass ja eigentlich noch was vorkommt. Wir basteln doch immer gemeinsam, wenn wir eine Geschichte gehört haben. Und leider geht das heute nicht. Aber dafür haben wir was vorbereitet, das wisst ihr. Und einige von euch haben vielleicht schon sich auch eine Tüte abholen können, in der wir etwas für euch vorbereitet haben, damit ihr das Basteln dann eben daheim machen könnt. Und was das ist, da wird nicht alles verraten. Aber so einen kleinen Tipp können wir ja schon mal geben. Und die Materialien zu Hause haben, wissen es vielleicht auch schon. Das eine, was ihr basteln könnt, ist eine Sturmflasche. Da kann man dann auch die Geschichte bestimmt schön nachspielen daheim. Und es gibt noch was Zweites, was ihr basteln könnt. Ist ja manchmal so, wenn einem so ein bisschen mulmig ist, wenn man Angst hat, dann ist es gut, wenn man was dabei hat, was anfassen, was knautschen kann. Und das ist das Zweite, was ihr basteln könnt. So eine Art Mutmach-Knautschball. Und die Sachen dafür sind in den Tütchen, sofern ihr die nicht sowieso daheim habt. Die Tüten könnt ihr, wenn ihr sie noch nicht abholen konntet, auch immer noch abholen. Und die Anleitung, die werdet ihr euch auch online runterladen können für den Fall, dass Kirchheim einfach zu weit weg ist und ihr könnt nicht mal eben herkommen. Herzliche Einladung. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Nun singen wir. Der Vater im Himmel segne dich. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist. Verlasse dich darauf. Seine sein Frieden sollen immer mit dir sein. Seine Liebe und Vergebung sollen immer mit dir sein. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Nötig ist, verlasse dich darauf. Das letzte Wort im Gottesdienst ist Gottes Segen. Dazu stehen wir auf. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.